So, liebe Leute, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Tobias Trommer und ich bin Musikpädagoge und Webdesigner und koordiniere hier das Aktionsbündnis 100 Stoppen und vernetzte Bürgerinitiativen rund um das Ostkreuz. Gegen etwas zu sein ist natürlich sehr einfach. Manchmal werde ich gefragt, ob wir denn auch für etwas sind. Aber zuerst möchte ich zwei Fakten nennen. Private Autos stehen in der Regel zu 98% in der Zeit einfach nur rum. Und wenn sie dann mal fahren, dann wird es gerade in Berlin gefährlich. Denn Fahrradfahrer verunglücken hier exakt 14,6 Mal häufiger als in Kopenhagen. Und da fragt man sich, wie schaffen es die Berliner Verkehrsplaner zu so einem traurigen Spitzenwert? Die Verkehrspolitik erkennt man eigentlich nicht an den Sonntagsreden, sondern am besten an konkreten Beispielen. Hier mal zwei aus dem Kiez. Bei der Sanierung der Bahnbrücke Alt-Stralau da hinten hat man die Breite für Fuß- und Radwege um die Hälfte verringert, um Platz für eine zusätzliche Autospur zu schaffen. Oder auf dem Parkweg an der Bahnbrücke neben der Elsenbrücke fahren immer mehr Menschen mit dem Fahrrad. Statt den kombinierten Fuß- und Radweg zu verbreitern, was technisch kein Problem ist, hat man einfach Drängelgitter aufgestellt, um den Radverkehr einzudämmen. Ich könnte die Liste jetzt noch endlos fortführen. In Berlin verändert sich die Mobilität enorm. Trotz Unzuverlässigkeit der S-Bahn und der Regionalbahn quetschen sich jedes Jahr mehr Menschen in die Züge und trotz Unfallzahlen wagen sich auch immer mehr Menschen aufs Rad und es gab sogar einen Volksentscheid dazu. In anderen Städten werden deshalb Straßen und Stadtautobahnen zurückgebaut. In Oslo wird es zum Beispiel im nächsten Jahr die komplette Innenstadt autofrei sein. Die Schritte dazu sind unspektakulär. Die Parkplätze werden zurückgebaut und dafür mehr Platz für Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Nahverkehr geschaffen. Warum nicht auch hier in Berlin? Viele Maßnahmen kosten auch nicht viel Geld. Man könnte damit zum Beispiel anfangen, die Innenstadt zur Tempo-30-Zone zu erklären und auch von den Autofahrern verlangen, dass sie einen Fahrschein für den ÖPNV lösen müssen. Wir stehen hier ganz nah am Endpunkt der im Bau befindlichen Stadtautobahn 100. Diese wurde in den 30er bis 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für die autogerechte Stadt konzipiert. Grünes Licht für den Bau bis Treptow gab es 2010, ausgerechnet von einer rot-roten Berliner Koalition, in der zuvor sowohl die SPD als auch die Linke gegen den Autobahnausbau gestimmt haben. Falls sie fertiggestellt wird, wird uns eine riesige Blechlawine den Platz zum Leben und die Luft zum Atmen nehmen. Und der 17. Bauabschnitt der 100 von hier nach Lichtenberg soll offenbar geräuschlos ohne verbindliche Beteiligung von uns geplant werden. Ich habe den Eindruck, dass die Berliner Politik in Sachen Verkehrswende noch komplett sich im Tiefschlaf befindet. Wie wäre das mit folgendem Weckruf? Hopp, 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 100 Stopp. 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 Ja, vielen Dank. Und jetzt kommen wir auch gleich zu unserem ersten Redebeitrag. Wir konnten den Verkehrsforscher Professor Dr. Andreas Knie gewinnen. Er ist Politikwissenschaftler am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung und Hochschullehrer an der TU Berlin. Seine Forschungsfelder sind die Wissenschaftsforschung, Technikforschung und die Mobilitätsforschung. Und er ist Geschäftsführer des Innovationszentrums für Mobilität und gesellschaftlichen Wandel. Bitte, Herr Knie. Ja, liebe Leute, ein wunderbares Bild, eine wunderbare Situation. So möchte man es auch immer haben. Wir stehen auf der Straße, die Autos müssen um uns herumfahren. Das ist ein super schönes Bild an so einem schönen Wettertag. Aber wir haben es immer schon gehört, es ist real knallharte Politik. Was wir uns in Berlin auch aus wissenschaftlicher Sicht leisten, ist ungehörig. Es wäre so, als ob wir Schwarz-Weiß-Fernsehen wieder einführen würden.
Überall wird darüber nachgedacht, die Mobilitäts- und Verkehrswende zu schaffen. Das heißt, schlauer unterwegs zu sein, sozial gerechter unterwegs zu sein und vor allen Dingen für die Luft auch viel, viel angenehmer unterwegs zu sein von A nach B. Und das macht man heute nicht mehr, indem man Straßen baut. Es gilt weiterhin der alte Satz, wer Straßen sät, der wird Verkehr ernten. Und wir haben es eben schon gehört, die Berliner Politik setzt hier etwas fort, was sie in den 50er Jahren diskutiert hat. Und es gab schon in den 60er und 70er Jahren den Widerstand. Das ORF-Gelände, auf dem ich arbeite, ist nur deshalb noch ein ORF-Gelände, weil sich Leute dagegen gewehrt haben, dass dort die Westtangente weitergebaut wird. Wer alte Falkpläne mal anschaut, der sieht den Oranienplatz völlig zugebaut. Dort sind die ersten Hausbesetzer, Block 103, 104 gewesen, um zu sagen, diesen Irrwitz müssen wir ein Ende setzen. Und es geht auch heute besser. Wir haben schon eben gehört, 90% steht ein privates Auto rum. Aber wir in Berlin sind im Moment dabei, alles noch paradiesischer zu machen für Autos. Wir haben nur 8% unserer Fläche ist überhaupt Parkraum bewirtschaftet. Das heißt, Berlin verschenkt die öffentliche Fläche für jeden, der ein privates Auto hat. Und der kann in seinem privaten Auto dann sein Wohnzimmer aufbauen. Er kann alles besetzen, er muss nichts dafür bezahlen. Das kann doch nicht sein. Und deshalb fahren auch immer mehr Menschen von außerhalb nach Berlin rein und können hier pendeln, rein und raus und können ihr Auto überall hinstellen. Es kostet sie nichts. Und dafür bauen wir jetzt noch breite Straßen. Das geht anders. Wir haben jetzt schon in Berlin seit 10 Jahren an Fahrradverkehr, da hat sie also verdoppelt. Zwei Drittel aller Berliner fahren und Berlinerinnen fahren heute schon multimodal. Das heißt, sie kombinieren ihren Verkehr. Sie fahren mal mit dem Rad, sie fahren mit der U-Bahn, sie fahren mit der S-Bahn und sie fahren auch gelegentlich mit dem Auto. Und das kann man noch besser bauen. Berlin wäre die einzige Stadt, die einzige Hauptstadt, die sagen könnte, Berlin kann hier gelebt werden, ohne dass man ein privates Auto braucht. Kein Privatbesitz mehr an Autos, das gehört aus der Zeit, das fällt aus der Zeit. Berlin hat die Voraussetzungen, wir haben einen öffentlichen Nahverkehr, wir haben eine Fläche, die ist für 4,7 Berlinerinnen und Berlinerinnen mal geplant gemacht worden und jetzt haben wir immer erst 3,5, vielleicht 3,6. Das heißt, wir brauchen diese Autobahn nicht. Diese Autobahn ist kontraproduktiv, diese Autobahn braucht man nicht. Es ist also pflichtend, jetzt gegen diesen Weiterbau zu demonstrieren. Da wünsche ich uns allen viel Erfolg und auch einen schönen Tag. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Knie. Gut, dann geht's gleich musikalisch weiter und da könnt ihr alle mitsingen. Das wird nämlich Karl Nimmes machen. Wir haben vorhin schon geprobt mit dem Lied. Oder an die Freunde. Wer einen Textzettel hat, der zeigt ihn auch seinen Nachbarn, damit ihr alle gut mitsingen könnt. Ja, Karl Nimmes grüßt euch. Ich wohne ja selber hier um die Ecke, bin Grundschullehrer. Und wenn ich meine Kinder, hunderte Kinder gefragt habe, was haltet ihr von dieser Autobahn? Ich sag euch, 99% der Kinder haben gesagt, nee, wir wollen die Tiere retten, wir wollen die Natur retten, wir wollen die Bäume retten. Ich war gerade jetzt am 6.10. mit 50.000 Leuten am Hambacher Forst, der ja eigentlich im Wald ist. Und dieser aktive Widerstand dort, der erfolgreiche, hat mich beflügelt, auch hierher zu kommen, mit euch zu singen. Ode an die Freunde. Text Schiller und Karl Nimmes, Musik Beethoven, Knöchelverzeichnis A100. Ich bitte um Mitsingen. Freunde der Natur in Einheit mit den Menschen dieser Welt. Wir haben nicht mehr sehr viel Zeit unter diesem Sternenzelt. Nein, wir werden niemals müde, unser Mut bricht kein Gericht. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Feinde von Natur und Umwelt feixen froh im Freudentanz. Nur das schicke, dicke Geld zählt für Senat und Hochfinanz. Sie umschlingen Millionen
ihr Profitrekorde bricht. Doch Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 Volt. Und lauter! Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Steckt die Steuergeldmillionen in Nulltarif im Nahverkehr. Autos frei von Emissionen, dafür stellen wir uns quer. Da, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Bürgerpflicht. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Nochmal! Feinstaub, Lärm und Stickoxide, A100 wollen wir nicht. Stopp! Ja, vielen Dank, Herr Nümmes. Dann genießt erstmal kurz die Ruhe hier. Vielleicht können auch die Leute, die hier stehen, noch ein bisschen weiter hier hinten rumgehen, dass wir wirklich ein massives Bollwerk, auch optisch sozusagen, gegen die Autobahn darstellen. Also die Leute, die hier stehen, reiht euch noch hinten ein. Ihr könnt euch hinten auch mit dem Fahrrad bewegen. Genießt jetzt erstmal kurz die Ruhe und dann wird Martin Schlegel, der Verkehrsexperte vom BUND, mit dem nächsten Redebeitrag weitermachen.